Hallo und herzlich willkommen. Ich heiße Stopfer 15 Level 4 und wir spielen Limbo jetzt weiter. Ja, es freut mich, dass ihr wieder angeschaltet habt. Und bevor wir weitermachen, würde ich sagen, dass ihr in der Videobeschreibung einen Link finden könnt, wo ihr euch die restlichen Folgen ansehen könnt. Zumindest wenn ihr bei den letzten beiden Videos nicht dabei wart. Besonders lang sind die Spiele auf jeden Fall nicht mehr. Und wir waren ja letztes Mal da genau stehen geblieben, wo uns da dieses Ding auf den Kopf fällt. Und wir uns sehr komisch benehmen. Also, ich weiß jetzt ganz genau, was ich tun muss. Denn ihr wisst ja, dass wir bei der anderen Seite, wo wir jetzt runterrennen, dass da eine Kiste ist. Und diese Kiste können wir im Übrigen schieben und im Wasser fallen lassen. So, also, die Kiste muss, glaube ich, im Wasser fallen und wir müssen dann raufspringen. Oh, das geht nicht. Und die Kiste, oh, es ist mies. Wartet mal, da können wir das anders machen. Okay, kann sein, dass ich da irgendwas gerade verwechselt habe. Weil wenn wir keine Viereck-Taste drücken, ich glaube, dann schieben wir die Kiste auch nicht. Das wäre schon mal ein Schritt. Das Problem ist nur, ich kapiere das mitunter hier nicht. Okay, also wir können auch nichts machen, weil ich gucke nämlich, ob wir, wieder normal laufen. Es passiert gar nichts. Wartet mal. Ah! Geil, es hat funktioniert. Okay, also war es dafür gedacht. Kann ja mal passieren. Auf jeden Fall gibt es hier noch Fallen. Entschuldigt, Leute, ich habe gerade genießt. So. Also auf jeden Fall müssen wir irgendwas machen. Was ist das? Okay, das ist jetzt sehr, sehr strange, weil ich nicht weiß, was ich tun muss. Ja, es ist natürlich auch ein bisschen doof, dass überhaupt nichts erklärt wird. Ja, und passieren tut nichts. Also das ist irgendwie voll toll. Meine Fresse, ey, das kann doch nicht sein. Ja,
Ja, wir müssen es nochmal neu laden. Sorry, Leute, aber anders geht's nicht. Ja, das einzigste Problem, was ich habe, ich weiß halt nicht, was ich tun muss. Und das ist ziemlich mies. Weil ihr seht ja, es wird nicht erklärt, ich muss einfach irgendwas machen. Ja, wow, und dann muss ich ein Zahnrad drehen, das ist. Ja, also egal was ich drücke und wie ich es mache, es dreht sich halt nicht. Ich habe keine Ahnung. Ja, also das ist wieder so eine Stelle im Spiel, die ich überhaupt nicht kapiere. Ich muss irgendwo gegenspringen, das weiß ich auch. Aber kann ich es abbrechen? Anscheinend nicht. Okay. Ja, genau. Geh da rein. Das ist gut. Okay, also es hat irgendwie doch funktioniert. Ich habe keine Ahnung, wie ich es gemacht habe. Aber ich muss anscheinend damit das Wasser füllen. Und da hinten ist eine Kiste. Ja, ich bin natürlich wieder mal gestorben. Also das einzigste Problem ist ja nur Folgendes. Also ich muss das Wasser bis zu einer bestimmten Stufe füllen und es sinkt auch wieder. Kann ich das erstmal verschieben? Nee. Und jetzt kann ich das wahrscheinlich wieder laden. Nee, doch nicht. Ja, also ganz ehrlich, Leute, es erklärt nichts, das Spiel. Also ich muss alles alleine machen. Und das, was mich ein bisschen nervt,
ist, dass ich weiß nicht, wie ich dieses Gebilde, was im Wasser ist, dazu bringen kann, sich zu bewegen. Ich meine, klar, es bewegt sich, wenn ich raufspringe. Aber es ist trotzdem irgendwie ein bisschen mies, wie sie das hier alles... Mann, jetzt komm doch langsam mal, das ist doch so kacke gemacht, Mann. Ja, ich denke mal, dass ich es noch minimal verschieben muss. Also es tut mir ehrlich gesagt leid, aber ich kann es nicht anders machen. Ich glaube, es ist auch extra so gemacht. So, also ich denke mal, das sollte jetzt gleich reichen. Weil noch mehr kann ich es eh nicht mehr bewegen. Alter, was soll ich denn da machen? Das ist doch so kacke gemacht. Also ganz ehrlich, wer das gemacht hat, war ja an sich kein schlechter Spieleentwickler. Aber was ich nicht ganz nachvollziehen kann, ist, ja, warum die Leute auf so eine Ideen kommen. Also ganz ehrlich, ich muss ja darüber springen, wisst ihr? Und ich hoffe, dass es jetzt reicht, weil ansonsten ist mir das alles zu doof. Nein, er ist nicht gesprungen. Oh Mann, ey, ich war doch... Boah, wenn ich noch die Nase laufen würde, dann hätte ich ja kein Problem, aber es nervt mich einfach alles gerade. Also an sich ist es ja ein tolles Spiel, aber was mich nervt, ist einfach nur, dass man manchmal nicht springen kann, wenn man es will. Endlich haben wir es immer geschafft. Und dass man halt nicht viel machen kann, außer rennen und springen und greifen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das für ein Zeug ist, was darunter tropft. Alter, Alter, Alter. Ach du Scheiße. Oh nein. Und ich kann es nicht weiter verschieben.
Ja, das war sowieso. Also, ich muss es ungefähr genau bei der Treppe hinstellen, die Kiste. Das habe ich kapiert. Okay. Komm schon. Oh nein. Och Müll, meine Fresse, was ist denn das für Müll? Alter. Also wegen dem Millimeter hätten sie. Och, ey, das ist mitunter ein bisschen bescheuert. Also das wird jetzt auch ehrlich gesagt mein letzter Versuch sein für heute, weil das Problem ist, dass mich das etwas zu viel aufregt und ich ehrlich gesagt auch keine Lust habe, so eine Stellenlaufung in so einem Videospiel zu spielen. Vor allen Dingen, ich muss ja die Kiste verschieben und das ist ja der verdammte Mist. Also, ihr seht's ja, es geht einfach mal nicht. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie ich es machen soll. Weil ihr seht's ja, ich verrecke einfach mal instant. Also an sich ist es ja toll, was man alles in so ein Videospiel einbauen kann. Aber ich find's einfach nur dumm. Warte mal. Ey, sag mal. Willst du mich verarschen? Ich sehe gerade was. Also wenn es das jetzt war, dann lache ich mich kaputt. Das sieht ganz anders aus. Alter, ist es so scheiße gemacht, ey, wirklich. Ich meine, ich falle im Wasser, wenn ich zu. Ich glaube, es war schon richtig. Also, ich habe aber nicht gesehen, dass man das da oben schieben kann. Oh, nee, nee. So, gleich kann ich nämlich auf die Kiste springen und von da aus ist es ja nicht mehr weit, um zur Treppe zu gelangen. Okay. So, also, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie lange das hier noch geht. Und vor allem, wo ich hin muss. Ach du meine Fresse. Oh nein, ich sehe gerade, ich muss.
Okay. Das ist verdammt mies gerade. Ach ja, ich weiß, was ich machen muss. Och Mann, also das ist mitunter so scheiße. Also ich muss den Ballon oder was auch immer das ist, rüberschieben. Und ja. Also das ist mitunter ziemlich mistig. Weil da es wieder nicht geklappt hat, ich weiß nicht, also für mich ist es einfach nur dumm. Es macht, also das Spiel macht mitunter, was es will. Und das ist, was mich nervt. Weil ihr seht ja, ich komme einfach mal nicht weiter. Und viel machen kann der Junge ja auch nicht. Er stirbt einfach mal instant. Toll. Wirklich toll. Okay, ich dachte, ich könnte jetzt im Wasser springen und könnte damit den Ballon irgendwie. Och nö, Mann, ey, das ist doch nervig. Ey, wisst ihr, Leute, also ich versuche es wirklich noch ein letztes Mal. Wenn es dann wieder nicht funktioniert, dann ist es mir ehrlich gesagt zu doof. Dann mache ich das nächste Mal. Ähnlich wie ich das letztens, also mit dem Part heute gehandhabt habe. Weil das ist einfach nur nervig. Also, wenn man das selber spielt, dann merkt man eigentlich, wie nervig so eine Stellen im Spiel eigentlich sind. Okay, also ich bin sowieso gleich tot. Was soll's? Tschüss. Also, mit dem Charakter meine ich. Also machen wir zu wenig. Dann kommt der Ballon nicht dahin, wo er soll. Machen wir zu viel, kommt er auch nicht dahin, wo er soll. Also was ist das bitte für Müll? Ja, ich wollte ihn schieben. Ich habe gesehen, wie es geht. Es geht gar nicht. Also, das ist dumm. Nee, Leute, okay, ich verabschiede mich jetzt einfach mal. Es tut mir ehrlich gesagt leid, dass wir nicht weitergekommen sind. Aber ich weiß auch nicht, wie ich den Ballon verschieben soll. Ich könnte es wahrscheinlich mit dem Schiebedings da versuchen. Aber machen wir nächstes Mal. Es hat mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr dabei geblieben seid. Und wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr natürlich gerne mir ein Abo, ein Like oder einen Kommentar hinterlassen. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschalten würdet. Also bis denn und tschüss.